Assalamu alaikum! Boah, der Chat hat mich so aufgeregt jetzt gerade, ne? Immer diese Kack-Chatbox. Hallo, Tagza, Mukulu! Was ist das denn für ein Lied? Achso, jetzt weiß ich wieder. Hi! Hübsch, ne? Hübsch! Wunderschönen guten Hallo. Ich bin's. Dodge. Oh, ich war produktiv. Geil. Fühlt sich gut, da mal was zu tun für die Arbeit. Statt immer den ganzen Tag was zu zocken. Hallo. Salam. Guten Abend. Hallo, hallo. Äh, da, 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 da. Mr. Disgusting, Dankeschön für den Resub im Sechsten und Tuculo und Kuss zurück. Zweimal steht er da, warum? I don't know. Du konntest zweimal teilen, ne? Ich habe gehört, heute ist Mila wieder da. Ich denk schon. Äh, Schlappi, danke für die WeSub im Vierten. ohne Nachricht. Raven, dankeschön für den WeSub im 8. Mr. Roland, Dankeschön für den Prime im 15. General Amberg, Dankeschön für die WeSub im 33. Die Hannah, Dankeschön für den Prime im 21. In Südamerika wurden Erdnüsse vor dem Bürgerkrieg Monkey-Nuts genannt. Ja, passt der zu mir. Äh, uh, Fire die danke für den Resub im 8. Bass Fanatic, danke schön für den Prime im 18. Squeezy, danke für den Resub im 13. Uh, 13 Monate, ganz viel Liebe und Küsse an dich, danke. Driver, danke schön für den Resub im 13. Bionic, danke schön für den Resub im 6. Keiko Dodge, ne, 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 aktiv wie je und je. E und je, Yoga. Nix Deutsch. Uh, Tiger, danke für den Resub im 25. Make Out Hill, danke für den Resub im 20. 20 Monate am Malerkolm. Aber egal, er ja, küsst mich. Warum egal? Stanzi, danke für den. Hat zwei Monate im Stufe, auf Stufe 1 im Voraus nee, Dankeschön für die zwei Resubs. In den nächsten zwei Monaten. Und Nixon, danke für den Resub im 14. Und Mato, danke schön für den Resub im 5. Und Chinorio, danke schön für den Resub im 27. Liebe geht raus. Danke. Und Miras, danke für den Prime im 23. Was geht? Was habt ihr gemacht, ja? Wo wart ihr? Wo wart ihr Dienstagmittag? Ich war hier. Keiner da. Sag mir, wo wart ihr? Nix Lügner, Wahrheit Ich war hier. Ich war online, keiner hat geguckt. Abhängen, Brettchen verteilen. Wo denn? Wo hast du Brettchen verteilt? Hallo Herr Da Vinci. Was macht der Schlafrhythmus? Ist einigermaßen wieder, äh, was heißt einigermaßen? Ist ziemlich gut. Ich habe jetzt nur das Problem, dass ich jetzt so ab, ab 10 Uhr schon richtig müde werde. Aber das kriegen wir schon hin. Tschüss. Maybe Painless. Vielen lieben Dank für die fünf gifte Zaps. Boah, sogar Platte hat einen bekommen. Platte war kein Zap, Mann. Stich in mein Herz, Bruder. South Park, Wolf, Wadir, Little, Rome. Platte und Smokiger. Ich, ich im Klärwerkchen. Ach, bisschen eine KW-Pommes. Sehr schön, so soll sein. Ja, was macht Deiner da Vinci? Hallo MDK, so wäre es denn alles da? Uh, Connection Dankeschön für den Prime-Sub im Fünften. Müsste jetzt kommen. Und Shinuma, Dankeschön für den Prime Sechsten. Merci. Und die Junete Pommes? Wo bist du denn bei Junete Pommes? Bist du bei der Hasler? Ich war gestern mit dem Waffendealer unterwegs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den Shit kann man nicht streamen, Alter, weil ich bin richtig am reinkicken. Aber vielleicht machen wir da doch demnächst. Soon, Alter, nichts versprochen. Aber wird mal Zeit, dass da mal, dass die Scheiße mal anfängt. Ja, der ist völlig kaputt. Dienstag 16 Uhr ins Bett für zwei Stunden. Peace, yo. Ich war Dienstag hier. Das glaube ich dir sogar, Schattenwolf. <laughs> nee, ich musste das. Ich musste das irgendwie hinkriegen mit dem Schlafrhythmus, muss ehrlich. Very soon we served. Ihr habt das alle gehört. Okay, versprochen, nein, versprochen. Ich werde euch einmal dem Waffendealer zeigen. Rasenmäher Hütte holen. Soweit ich gesehen habe, beim Dings im Stream steht da ein Rasenmäher. Ich war noch nicht gucken. Ah, doch, doch, ich war wohl gucken. Ich habe nämlich den Pinsel geärgert. Ich habe aber kurz mal den Pinsel angerufen. <laughs> ich habe da richtig reingekickt, Junge. Äh, zack, Dankeschön für Luis am Neunten. Ich zeige euch den Waffendealer mal, aber ist nichts Großartiges so. Ich bin da unterwegs, fliege ein bisschen Helikopter mit dem Jules und äh, gestern war Juri auch dabei, der Architekt. Weil das sind so quasi die drei reichsten Leute auf dem Server. Ohne die Staatskasse jetzt vom Fischer und so. Da waren wir schön bei, beim Cody was essen, da gab es schön 30.000 Trinkgeld für fünf Burger. So muss das sein. Ich bin, glaube ich, gestern mit über zwei Millionen in der Tasche einfach rumgelaufen und so. I and give a fuck. <laughs> Ja, das Ding ist, du brauchst nur einmal zu lang wach sein, dann ist alles wieder kaputt mit dem Schlafrhythmus. Ja, nicht einmal. Da dauert schon ein bisschen, bis der im Arsch ist. Und ich musste das reparieren. Ich war so ohne Energie, Alter. Ehrlich. Dass ich schon manchmal so Tage hatte, wo ich gedacht habe, boah, ich will heute lieber pendeln, statt irgendwie zu zocken und zu streamen und äh, das kann ich euch ja nicht antun, ne? Junge, was macht Twinkie da? Ja, Bruder, die ist am Dancen, Alter. Dance mit den Gänse. Johnny, mir geht's gut, schöpfe euch auch. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet zwei wunderschöne Tage ohne mich. Pinsel war ja da, habt ja gesehen, hängt ja immer alle ab. Ja, schön, toll. Geht doch zum Pinsel. Tschüss. Haut doch ab. Pff. Ich habe mein World of Warcraft und mein Schalke 04, ich brauch niemanden. Psst. selber Psst. <laughs> Kann man sich Geld was zu einem Homeoffice geben? Boah, Bruder, wenn du auf solche Spiele stehst, ja. Er ja, hat eine schlechte Laune. Ja, hab ich wirklich dann. Endlich das Streamamt ist gerettet. Wen haben wir denn da? Hallo, Federdaten. Und der böse Kidboy ist auch da. Zack und Johnny, Mado. Schwester Kusch, Brachial, Fabian Lars. Soeb No Name, Capara. Teddy Star, Da Vinci, Gottlieb, Girls, der Multipass, Mirt Myrt. Matty, Mr. Pony, Schlappi, Holy, Akka Infinity. Boah, schon so lange lese ich deinen Namen, Bruder, ne? Ich bin schon so nicht, nicht lange hier. Äh, uh, Kölschester, Best Fanatic, Dieter, Swaplex. Mr. Game Ass, <laughs> Mr. Roland, Bullet, Tipsy oder so, Alpino, Vertista, Dice, Haggister, Tomarin, hallo, Karen, was geht? Alina, New Kausi, Hausi, du schreibst auf, ne? Schmackomatz, Olaf Fighting, <laughs> Schattenbund, hallo, Jurista, der Hintergrund killt mich. Ich hätte, gern, ich hätte gern noch ein paar andere Sachen in den Wallpaper eingebaut. Aber Aiden, der die, der die Dinger für mich macht, äh... Hat leider gerade Probleme mit seinem GTA immer, das crasht immer. Da muss man eine Light-Version davon machen. Aber da kommt nur ein besseres. Da, sobald er seinen Dings da gefixt hat mit der GTA, dann baue ich da noch ein paar mehr Ideen ein. Äh, Schattenwurf, hallo, Bionic hatten wir, glaube ich, schon, weiß ich nicht, aber egal. Hallo, Merolock, Civic, hallo, Xablo, it's me, so what? Strong Deluxe, Butcher Burger. Ein Ultras Zaglina, hallo, Trashlord. Na, Pio, mir geht's gut, Bruder, ich hoffe dir auch. Ist Trinky wieder da? Ich denke mal, die kommt heute wieder. Das werden wir schon, das werden wir schon nachher erfahren, ne? Ich meine, ich kenne das gescriptete Buch von mir, aber ich werde euch das nicht verraten. Hallo, Fire Ossie. und teils Dank für den Prime im Elfen. Merci. Ich war echt fleißig. Ich habe sogar eine Playlist angefangen mit schon über zwei Stunden Musik drin. Hm. Aber die kriegt ihr noch nicht. Die kriegt ihr erst, wenn die fertig ist. Was haben wir noch gemacht? Wir haben ein bisschen an GTA. Ich habe äh, Redux wieder runtergehauen. Hat mir doch nicht mehr so gefallen. Dafür habe ich Reshade drauf gemacht mit einem schönen Filter, der sehr angenehm ist. Wenn du lügst, weine ich. Lüg nicht, ja. Lüg nicht. Nein, weine nicht, lüg nicht. Ich lüg nie, Alter. Warum soll ich lügen? Ich sag immer der Wahrheit. Reshade beste, ja. Wenn du gute Filter hast, ja. Der... Boah, die besten Reshade-Filter oder der beste GTA, was ich je gesehen habe, war bei Ryder. Den habe ich damals auf Dirty kennengelernt. Der war da bei den Crips. Leider habe ich keinen Kontakt mehr zu dem. Aber ich gucke ab und zu mal so YouTube-Videos. Boah, sein GTA sieht echt stramm aus, Alter. Sogar teilweise sogar besser finde ich als NVE. Aber obwohl ich gerne mit NVE streamen würde, aber das funktioniert leider nicht. Dafür musste ich schon den äh, 6K PC haben von Papa Stay. Oder so doppelt Streaming-Scheiß wie Tyler hat. Aber kann auch gut aussehen. Kann dir mal meine geben, kannst du mir gerne schicken, Mann. Ich hab Riesenordner davon. Ich habe mal durchgecheckt. Aber ihr könnt ja gleich mit äh, gucken, ob euch das auch gefällt. Hukululoko! Das geht ja von Schlow, sieht auch gut aus. Ja, der hat ja auch ein VE mit absoluter Sicherheit. Genau wie Tai, der kann das ausspielen. Stay hat das auch, habe ich gestern gesehen. Ich würde das gerne auch machen, das geht aber nicht. Und nochmal ein paar K ausgeben, nur damit ich einen Streaming-Rechner habe. Neben den Gaming-Rechner, so das nur dafür ist es nicht, ist, nicht, ist es nicht wert. Hallo Markus. Nein, mein Scheiß Streaming-PC. Ich hoffe, der Chat triggert nicht so, wenn man hier Vollscreen seid. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Wie das so aussieht mit den Zeilenbruch, obwohl passt eigentlich. Ich hätte halt gerne noch minimalistischer. Also sind wir dir nicht wichtig, doch, doch, klar. Aber die Grafikmods sind nicht wert. Doch, Schattenbund, das, 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 aber das reicht nicht. Die Mod ist eigentlich, solche Mods sind eigentlich nur für den Singleplayer ausgelegt. Die klatscht schon gut rein mit den ganzen Filtern und so. Die verändert ja nicht nur, wie Reshad hier so. Die legt ja nicht nur einen Filter drüber, sondern die verändert wirklich das ganze Spiel. Die ganzen Texturen, Lichter, alles wird besser. Kostet halt aber Performance, das fuck. Hallo Harry. Aum! Aum! <laughs> Ach stimmt, Sounds wollte ich, ich gestern ein paar ändern. Ich wollte nur einen neuen Frosch-Sound suchen, aber ich finde nichts Gutes, Mann. Ehrlich nicht. Ich glaube, ich lasse den Demba und Mila mal ein paar einsprechen, irgendwas Beklopptes. Und hat TV. Vielen lieben Dank für 10 giftige Subs, Mann. Dankeschön. Lieb dich, ich dich auch. Auch ohne deine 10 Subs. Ich liebe euch alle. Aber nur wenn ihr lieb seid. Also, du meinst die Mods, ja, da habe ich keine Erfahrung. Außer Grafikkarte wird übelst belastet. Ja, GTA ist ein CPU-Spiel, CPU ne? Aber bei solchen Mods dann kackt halt alles ab. Im Großen und Ganzen zieht es richtig viel Performance, Alter. Ganz ehrlich. Hallo Soja, guten Abend. Hallöchen. Ich weiß nicht warum, aber der Sound erinnert mich an Patrick Star. Das kann sogar sein, dass er davon ist. Ich habe den in so einem Autovideo gefunden. Und Masahiro, danke für den Prime im 9. Bruder, mach nicht diese Move, ja. Ich baite doch gar nicht. Keine Ahnung, was soll man dazu sagen? Was wenden wir denn heute? Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn eine gewisse Sache da ist, dass ich heute auf jeden Fall eine Mission habe, Alter. Und das wird echt. Das könnte lustig werden. Bin mir noch nicht sicher. Sehen wir dann. Ich mach, wie ich will, ja lang. Okay, tut mir leid. Dankeschön nochmal für 10 giftet. Ich hoffe, die Leute bedanken sich auch. Könnte es jemand, der mit Papa RP spielt? Hat auch ein Feuer und hat weiter schlechter Hardware. Ähm, das liegt aber auch in deinem eigenen Dings, ne? Was ist das Serious? In deinem eigenen Empfinden deiner Augen und deines Gehirns. Wenn, wenn ich spiele und es lag, irgendwas also auch, wenn das nur so ganz leichte Lags sind, kriege ich die absolute Krise. Deshalb habe ich Redox so wieder runtergehauen. Weil mir das Anti-Analyzing, der Filter bei diesem neuen Redox, was bei dem letzten Update gekommen ist. Ich sehe halt Kanten. Und das fuckt mich ab und deshalb habe ich Redox wieder rausgemacht. Warum werden Better Twitch-Emotes nicht im Chat-Onscreen angezeigt? Habe ich eigentlich angemacht. Gehen die Better Twitch-Emotes wieder, die waren völlig deaktiviert. Ich habe permanent Probleme mit, mit dem Geldüberweisen drauf. Aber bin blöd und blind entschuldige. Ne? Das meinte ich damit nicht. Das kann ja sein, bei mir wird das auch laufen, nur ich habe nicht dann die FPS, die ich haben möchte. Und nicht diesen flüss nicht dieses flüssige Gameplay. Ich haben möchte, verstehst du? Ich könnte halt locker spielen. Hä, ja, geht doch. Trashlot hat Catjam gemacht. Ich sehe Catjam im Chat. Ich verstehe ja nicht, wie Leute, die dazu gucken, wie der Sachen eine Textdatei einfügt. Was meinst du damit? Was hat der schon wieder gemacht? Legt den Anti-Analyzing auf GPU anstatt CPU, das macht viel los. Wie machst du das denn? Wer ist Peanuts? Ich bin Peanut, Boah. Rising Ripper, guten Tag. Wirst du gleich sehen, wer Peanut ist, falls du ihn noch nicht kennengelernt hast? Nvidia von Troll Panel? Musst du mir in der Hammer zeigen, vielleicht bringt das was. Schau bitte, Bro, warte, ich hab. Discord ist immer so eine Sache. Ich sehe da nichts, Bodhi. Peanut Wu? Wo denn da? Ach, da. Ach so, die, ja, ich habe da letztes Mal schon erklärt, JJ. Diese komischen Nachrichten in den Discord sind nicht legit. Ich hab da auch alle markiert, man. Das sind so komische, hässliche Bots. Falls du das jetzt meinst. Auf so einen Scheiß einfach nicht reagieren. Ich mache eh nie Giveaways. Und wenn, dann mache ich die Onstream. <laughs> Könnt eigentlich mal wieder ein Bild raushauen. Hattest du eigentlich was zu Side-Games gesagt? Oder ballerst erstmal nur GTA durch, wenn ich was finde, Kidboy? Ich habe ja gesagt, vielleicht mal Guild Wars und so. Aber ah, das lohnt sich nicht. Bots an die macht genix. Pizza, Ruhe hier, Lucky. Könnt du mal lieber ins RP. Hat gestern gefüllt eine Stunde gebraucht, um jemanden wegen einem falschen Parken aufzuschreiben kop in der Nutshell, man. Schattenbund, bei GTA ist das, also ohne Gewehr jetzt, aber bei GTA ist sowieso alles komisch. Das Anti-Analyzing in dem Spiel bringt quasi genix, Alter. Du musst, wenn du GTA vernünftig spielen willst, mit Supersampling machen und äh, mit Tweaks über Nvidia. Du musst dir quasi dein eigenes Anti-Analyzing bauen über die Grafikkarte. Geht ja erst eine ganz schwierige Sache. Die Diablo 3-Streams waren echt witzig damals. Äh, Fun Fact, ich hatte mal mit Max darüber geredet. Und das war mein absoluter niedrigster Punkt, den ich jemals hatte mit dem Stream, war, als ich Diablo gespielt habe. <laughs> Hallo Andy. Kannst du ein Video dazu machen, eine besten Einstellung? Es gibt Preppers, es gibt so keine besten Einstellungen. Das liegt immer an, an deinem Auge selber. Ich hab da zum Beispiel gerne, wenn GTA nicht so mit Sharpening-Filter gestochen scharf aussehen. Weil man dadurch das Anti-Analyzing sehr krass sieht. Besonders wenn du fährst und so. Wenn du die Kamera halt moves. So, da kriege ich das kotzen. Ich hab das eher so ein bisschen. Also meine Vorliebe da ist eher so ein bisschen ähm, blurry. Weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. So dass das ein bisschen stumpfer aussieht, so. Ihr könnt ja auch mal mein GTA zum Beispiel vergleichen mit dem von einem Dexus zum Beispiel. Der hat zum Beispiel übel sharpening filter und so drauf. Das gefällt mir nicht. Da, ich krieg, da krieg ich ja eine der Waffel, Alter. Ich weiß auch nicht, ich habe ich hab damals mal so ein WoW-PvP-Movie gesehen. Das war irgend so ein Rogue, so ein Franzose, ist auch egal. Und der hatte so eine Qualität in dem Video. Das war schon so richtig surreal für die Augen, so flüssig war das. Und da bin ich mega drauf klatschen, voll drauf hängen geblieben. Da wollte ich, dass jedes Spiel so läuft wie dieses, wie dieses Video. Und so läuft mein GTA auch, für mich. Zwar nicht on-stream, aber wenn ich im Singleplayer oder off-stream unterwegs bin, Alter, nicht, da kommt nicht ein kleiner minilek oder so. Battle Tower? <laughs> ich habe den Battle Tower mal angeschrieben auf Twitter. Ich weiß nicht mehr wann schon lange her, weil ich äh, bei WOW im Schwarzmarkt was kaufen wollte und ich hatte kein Gold mehr und wollte gucken, ob der Gold verschiebt so gegen äh, gewisse andere Währung und jetzt richtig ich eingekackt und sagst du, so, nee, das mache ich nicht, aber wenn ich gebannt habe, ich Angst vor und so. <laughs> das geht ab, Yunus. Ich habe zum Beispiel fast gleicher Hardware wie Early, habe aber dreimal so viel FPS. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Early sein Game auch total schrecklich, Alter. Ich kann, und das ist auch so ein Ding. Das ist jetzt nichts gegen Early oder was weiß ich, Alter. Das ist ja immer so Geschmackssache. Aber wenn ich GTA-Streams gucke, meistens fällt mir dabei bei GTA auf. Und das Spiel sieht einfach scheiße aus. So für mich. Weil Grafikmod über Grafikmod gehauen wurde oder so. Dann kann ich da nicht zugucken. Das nervt mich. Das nervt mich einfach des Todes. Beim Flöchen zum Beispiel. Ich kann, ich kann Flo nicht zugucken. Geht nicht. Ja, das ist ein super netter Kerl und so. Aber sein GTA. Hallo, Denex. Äh, du Dui46, Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen. Und Linux, Dankeschön für den Wisdom Bin immer noch da und wieder einen Monat länger. Dankeschön. Geht bei mir Dexis so, ja. Ich habe schon zu Dexis tausendmal gesagt: Bruder, komm Teamspeak, Alter. Mittlerweile geht damals halt schlimmer bei Nexus. Nichts mehr an Pizza rumfahren, wie Pizza rumfahren. Bist du Pizzataxi? Fahrer? Ich habe heute halt auch Pizza gegessen. Joki, Dankeschön für den Resub im dritten. Hat drei Monate auf Stufe 1 im Voraus abonniert. Danke für die drei Resubs. Was geht ab, Lukas Schöbel? Man kann sehr schnell übertreiben, was die Mutzen filtern geht, ja. Aber wie gesagt, ne? Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Pinsel Live würde ich feiern? Wie meinst du Pinsel Live? Pinsel ist live, der streamt auch. Du brauchst, äh, Juri, du brauchst überhaupt gar keinen Redox installieren. Du kannst einfach die Vibration von Nvidia ein bisschen hochdrehen und hast genau den gleichen Effekt wie Redox. Im Spiel. Du hast und dann kannst du noch Vegetation Mods zum Beispiel installieren und LA Roads und so, dann hast du fast ein eigenes Redox. Heile Traut spielt auf einem anderen Server. Ich kenne Heile Traut, hat recht nice Optik bei GTA gefällt mir am besten. Minimal, aber nice. Der hat wahrscheinlich auch NVE. Ist halt einfach die krasseste Mod, die existiert, ne? muss man sagen. Wie heißt der? Der heißt Knister. Wie wie man das ausspricht. La Revo Roads, wenn dann? LA Roads, man. Warum Revo? Sind ja die Roads auf der Insel, halt. Der, der Klarkompt kommt, den Dings heute halt online. Mir reicht zum Beispiel Reshap bei vielen Games, ist also. Weil die Revo eine neue Version ist, dann habe ich das aber schon installiert. Ich hab von BeastTV aus seinem Discord zieh ich mir die zu mal. Das Einzige, was ich bisher jetzt noch nicht hinbekommen habe, woran ich jetzt arbeite, ist, ähm, den Lichtkegel von den, von den Polizeiautos und so, die Sens, nee, nicht Sensivisi, nennt man das density Also auf jeden Fall die Lichtkegel ein bisschen erhöhen, so. Ein bisschen ein schöneres Licht gestalten. Würdest du halt wie mehr fühlen als Ratchet Club, oder? Alter. Wenn du einen guten Server findest auf alt wie geh, geh da spielen. Erstens die FPS. Ich weiß, dass die Jungs, die gerade auf Mission unterwegs sind, einfach mal 150 FPS plus haben. Während du auf Rage äh, froh sein kannst, wenn du so 90 kratzt. Wenn keiner in der Nähe ist. Ja, ja, Benmi habe ich, habe ich. Noch nicht perfekt, aber schon viel, viel besser. Ich mache gerade letzte Duftkerze, dann gehen wir schon in den Und der Sink ist natürlich tausendmal besser, ne? Ich glaube aber auch Leute wie Schlund machen alles für die perfekte Grafik, aber der Mann hat auch zwei Setters miteinander. Ich denke, also ich, ich, ich bin ziemlicher Fan davon, wenn jeder Streamer, der GTA oder welche Spiele auch immer spielt, versucht, so dass. Bestmöglich an der Grafik rausholen für den Chat, also für den Stream. Muss halt gut aussehen. Heute spielen auch schon die ersten D2 schon mitbekommen. Diablo? Das Remake von D2? Illegale Tinkepäckchen-Ausschüttung. oma oh, melden. Wer hat ausgeschüttet, Hausi? Mache ich, Juri. Ich habe den ganzen Ordner voll. Das Problem ist, manche, manche Presets von Reset sehen mittags richtig geil aus. Oder wenn GTA ein bisschen heller ist, aber sobald es Nacht wird, äh, sehen die absolut Katastrophe aus, weil es zu so dunkel. Ja, spielen heute die Alpha. Boah, Diablo 2 war nie so mein Fall. Schlafrhythmus fixen dauert bei mir maximal eine Woche, dann kacke ich wieder ab. <laughs> Fühle ich, Alter. Fühle ich richtig. Kuri, danke schön für den Reset am 27. Hallo, hallo. Ich will 1080p ohne miese Artefakte bei 50 km im Auto. Da musst du Twitch schreiben. Das wäre wär mal... Nee, das geht nicht, Juri. Du kriegst nicht mal die 1080p vollkommen ausgeschöpft bei Twitch. Deshalb streamen die meisten Partner auch einfach 900p, weil es keinen Unterschied zu 1080 macht. Egal, Hauptsache, Bild ist gut, wenn man nicht im Auto sitzt, wenn man irgendwie rumläuft oder steht im Kreis. Ab zum Mixer. Bevor ich das mache, gehe ich bei Knuddels live, Alter. Ich werde niemals wechseln. Das hier ist äh, zu Hause. Dabei ist Kreis RP doch tot. Kreis RP ist gar nicht so schlimm. Wenn halt nicht. Man ist auch irgendwie selber schuld, wenn man Kreis RP macht. Dieses Rumstehen und sich unterhalten ist einfach nur mal RP. Genau die wie letztes Mal da mit Twinkie. so wie gehen Möbel shoppen. Und ja, okay, ist jetzt nicht super lustig, aber das ist einfach RP. Sich irgendwo hinsetzen auf einer Couch, sich mit Leuten zu unterhalten, so Businessgespräche und so, das ist. Das ist pures CP. Ich glaube auch, dass sein Ninja-Etizier das bereuen gewechselt zu haben, die bereuen das nicht, Bruder. Die haben so viele Millionen an Dollar bekommen. Das ist den, Der könnte dahinter einfach aufhören zu streamen, dem wäre das scheißegal. Da die Leute nicht. Glaube ich nicht. Die haben wahrscheinlich da genauso viel Spaß wie hier. Äh, Anti-Hero, Dankeschön für den Prime-Sub im 16. und Kuss zurück. Hallo war dem jetzt ganz böse Erinnerung. Gesichtsbuch Gaming. Was? Am Ende des Tages Hauptsache, wir sehen das. Wir gehen jetzt in die Premise. Stimmt nicht. Ich versuche immer wieder was zu machen, aber leider kannst du auf Unity als Normalo gar nichts machen, außer im Kreis stehen. Wenn du nicht Kriminellen werden willst, kommt auf die Leute an, die du kennenlernst. Ne, wenn du im RP Leute kennenlernst, die nur unkreative Ader gerade momentan haben oder allgemein unkreativ sind, dann hängst du mit den falschen Leuten ab. So und wenn du dich irgendwo dran hängen willst, um was zu machen oder was erleben zu können, so sei du derjenige, der was erlebt, der andere dazu einlädt. Weißt du, sei du derjenige, der sagt, yo, wie ein Pinsel das macht so. Pinsel ist ja auch mehr die treibende Kraft als ich im MP. Ähm, der einfach sagt, yo, lass da hinfahren, lass das und dat machen, dat und das machen. Sei du halt, sei du halt der Pinsel. Lern du Leute kennen und ruf die an und sag, yo, komm, lass dat und dat machen. Was sagst du im neuen Hype im Just Chatting? Ja, ich sitze gerade im Pool. Ich habe auch ein Bikini an. Das wäre nett, wenn ich ein paar Donations dafür kriegen würde. Ich drehe mich dann noch um und äh, schreibt das auf meine Tafel. Könnt ihr leider nicht sehen, aber ihr könnt da ganz feste die Augen zumachen und euch das vorstellen. Das wäre wär sehr nice. Genau, sei der Pinsel, Bruder. Ich bin Mr. Miyagi, Alter. Bin jetzt seit zwei Wochen da, lad immer wieder Leute auf Biketouren ein, aber die haben alle zehn Autos und keinen Bock zu biken. Ha, Bruder, was sag ich, es gibt kein Patentrezept Patent dafür. Sagt man das so? Gibt es da Wort überhaupt? Was mit Poolwasser? Ne, ich sitze in, in, äh, in Kakao. Ich bade in Kakao. danke Dankeschön für den gift An Neonwächs. Man sieht das der ja, Prepper, du siehst das ja manchmal bei mir. Bei mir gibt es auch manchmal Tage, da geht einfach. Es geht zwar RP, auch durch, vielleicht durch einen roten Fahren, so, wenn man irgendwas erlebt. Aber es ist halt nicht immer so krass lustig. Kermann, okay, du bekommst von mir meinen ersten Sub jemals auf Twitch. Ich hab nicht meine cam <laughs> So, du hältst die Klappe. Die hat Sound. Steam ist an. Yep. Und Rage MP. Only, it's only game. Don Calimero, do be Dankeschön be für den Prime 17. Finde ich toll. <laughs> Danke. Ich dich auch. Der hat auch Pool aufgebaut und zeigt, Boss. Luna Peruna hat äh, mit einem Greenscreen gestern, habe ich geguckt, habe ich gesehen, die saß hinterm Schreibtisch mit Greenscreen. Only, Alter, und dann hat die so einen Pool dahin einfach. Der, in der Vorlage sah das richtig cool aus. Die hat sich auch darüber lustig gemacht. wo oh, ich feiere ja einzigartigen Chars wirklich. Ich hoffe, irgendwann treffe ich einen dieser Chars mal. Ich sag mal so, wenn du nicht ultra weird bist im RP, so, dann kannst du auch zu... Guck mal, das ist immer so, wir haben ja unsere eigene Bubble mit Twinkie, Peanut und Pinsel und Willi und so. Ich habe aber manchmal das ganz starke Gefühl, dass Leute sich so... Aufgrund dessen, weil wir viel erleben oder weil wir viel Unsinn bauen, dass die sich so in diese Bubble reinzwängen wollen. Und wenn ich das merke... Oh, <laughs> <laughs> Juri, Alter. Und wenn ich dann merke, dass die Leute nicht da sind für RP, sondern ne? Wenn die so weird sind, dann, dann wird, glaube ich, daraus nie was so. Aber ich mache mit jedem RP, den es um RP geht. Nicht, weißt du? Wir treffen uns bestimmt irgendwann mal. Den Eindruck hast nicht nur du, ja, das. Das haben viele Leute und das. Man kann denen das aber auch nicht übel nehmen. Und ich sage auch nicht, dass das äh, Streamer sind, die da in die rein reinbauen. Das sind Leute, die RP spielen wollen. Aber du musst das halt auf RP-Basis äh, auf machen und nicht so, yo, bei denen geht immer was ab. Muss mein Dings. Und da will ich teilen.